So, ich verbinde mich nun mit der geistigen Welt und ich wünsche dir lichtvolle Momente jetzt in dieser Meditation und im folgenden Channeling. Smarana, geliebter Mensch. Smarana, geliebte Menschenfamilie. Ein jeder ist hier willkommen. Ein jeder Mensch gehört in die Menschheitsfamilie. Und so werden wir gemeinsam das große Licht der Liebe nähren und die Liebe selbst nähren mit unserer Anwesenheit, mit unserer Kraft und Hoffnung. Und so beginnen wir, das Licht von Smarana einzuatmen. Smarana bedeutet, die Nähe Gottes fühlen. Und so wirst du mit jedem Atemzug immer mehr die Nähe Gottes fühlen. Spüre, wie deine Seele sich ausdehnt. Spüre, wie Gottes Nähe dich trägt und hält. Atme Smarana ein und aus. Denn über das Atmen kommst du auf die Bewusstseinsebene, in die höhere Bewusstseinsebene, wo du die Engel fühlen kannst und wo die Botschaften der geistigen Welt dich ganz tief berühren mögen. Und so sei bereit, um die Worte der geistigen Welt zu empfangen, welche jetzt gleich ausgesprochen werden. Wir sind die Engel der Hoffnung und wir betreten diesen Raum voller Kraft und voller Liebe. Ein Keim der Hoffnung wurde gesetzt und dieser ist aufgegangen. Liebe Menschen, liebe Menschheitsfamilie, dies ist ein Zeichen der geistigen Welt und wir möchten euch dadurch zu verstehen geben, dass es immer einen Weg gibt, dass es immer einen friedvollen, lichtvollen Weg für jede Situation gibt. Dieser Keim der Hoffnung wird sich vergrößern mit Gottes Hilfe, mit deiner Liebe und kann zu einer großen Veränderung beitragen. Wir bitten dich, wir bitten jeden einzelnen Menschen, diesen Keim der Hoffnung zu nähren. Und wir möchten heute mit dir gemeinsam diesen Keim der Hoffnung in die Welle des Lichtes hineintragen. Denn dort fließt das hellste Licht der Liebe. Dort hat dieser kleine Keim die Möglichkeit, sich zu entfalten und zu wachsen. Und so bedanken wir uns bei dir, dass du heute hierher gekommen bist, um mit uns zu wirken, die Menschheitsfamilie mit Licht und Liebe zu stärken
und diesen Keim der Hoffnung zu nähren. Und so tragen wir nun mit dir gemeinsam diesen Keim der Hoffnung in die Welle des Lichtes hinein. Es geschieht durch unsere Achtsamkeit, durch unser Licht und durch deine Liebe, durch dein Vertrauen. Und nun, geliebter Mensch, geliebte Menschheitsfamilie, werden wir zusammen die Welle des Lichtes mit Achtsamkeit, mit unserer Liebe, mit deiner Liebe, mit der Liebe der Menschheitsfamilie stärken. Denn in der Welle des Lichtes fließt die Smarana-Energie. Dort fließt die Liebe Gottes und die Nähe Gottes, die kannst du fühlen. Dort fließt die Liebe Gottes und dadurch kannst du die Nähe Gottes fühlen. Und so senden wir nun gemeinsam Licht und Liebe in die Welle des Lichtes hinein. So ist es geschehen. Die Welle des Lichtes wurde mit der Flamme der Hoffnung genährt, mit der Flamme des Lichtes der Liebe genährt. Und du hast dazu beigetragen, die Menschheitsfamilie zu stärken. Und so kommen wir langsam wieder zusammen in das Hier und Jetzt zurück. Die Engel der Hoffnung verabschieden sich von dir und du kommst in deiner eigenen Geschwindigkeit ganz im Hier und Jetzt an. Ihr Lieben, ich danke euch sehr. Danke euch für eure Liebe und euer Licht. Und es war wunderschön, mit euch zusammen die Welle des Lichtes auszudehnen, so damit sie noch mehr wundervolle Ereignisse bewirken kann. Schön, dass wir zusammen die Zeit verbracht haben und so viel Gutes bewirken konnten. Wenn du weiterhin so schöne Botschaften erhalten möchtest, dann abonniere bitte meinen Kanal, indem du hier draufklickst. Ich danke dir sehr für alles, für dein Licht und für deine Liebe. Ein Küsschen. Bis zum nächsten Mal.